Also bei dem, was ich jetzt gleich erzähle, muss ich aufpassen, dass mein Kopf nicht explodiert. Oder euer. Es gibt so viele Videospiel-Challenges da draußen. Also man spielt ein Videospiel, aber nicht auf die herkömmliche Art und Weise. Einige von euch kennen bestimmt den Typen, der Dark Souls mit Bongos durchgespielt hat. Bongo. Und ich finde, so etwas ist schon ein ziemlich krasses Achievement. Und diejenigen, die mich verfolgen, wissen ja, dass ich selbst auch extrem gerne solche Challenges mache, vor allem bei Mario Games. Zum Beispiel habe ich ja damals Mario Odyssey durchgespielt, ohne ein einziges Mal zu sterben. Das war mir nicht genug. Dann habe ich Mario Odyssey durchgespielt, ohne ein einziges Mal Schaden zu nehmen. Das war wirklich mit Abstand die krasseste Challenge meines Lebens. Einige finden das ja schon krass, aber das, was ich heute vorstelle, ist auf einem völlig anderen Level. Also das kann man gar nicht vergleichen. Das ist so absurd, dass sowas überhaupt existiert. Was ist, wenn ich euch erzähle, dass vor kurzem jemand geschafft hat, Mario 64 durchzuspielen, ohne ein einziges Mal zu springen? Das glaube ich nicht. Ich weiß, viele denken jetzt, was für kein Springen. Das Game ist ein Jump'n'Run. Das Spiel besteht aus Springen. Wie zur Hölle soll man weiterkommen? Das ist wirklich mit Abstand die verrückteste Videospiel-Challenge, mit der ich jemals konfrontiert wurde. Es ist wirklich, wirklich krank. Aber erst einmal sollten wir vielleicht Springen definieren. Was ist überhaupt Springen? Naja, Springen sieht so aus. Krass, oder? Wieder etwas gelernt auf dieser Welt. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Was ist Springen in Mario 64? Also im Grunde geht es einfach nur um diesen Knopf hier, der A-Knopf. Das ist der Sprungknopf in Mario 64 und den darf man nicht berühren. Den darf man nicht ausführen. Man darf ihn nicht mal anlächeln. Mit diesem Knopf führt man die ganzen normalen Sprünge aus. Also wir haben den normalen Jump, wir haben Double Jump, wir haben Triple Jump, wir haben Sideflip, wir haben Backflip. Mein Kollege kann einfach Backflip. Und jetzt soll man auf all das verzichten und Mario 64 unter den Umständen irgendwie durchspielen. Keine Ahnung. Und wisst ihr, was das Abgefuckteste ist? Jetzt dürfte man ja auch kein BLJ machen, also ein Backwards Long Jump. Das heißt, ein 16-Sterne-Run ist hierbei nicht möglich. Man muss 70 Sterne sammeln, weil das die Mindestanzahl an Sternen ist, die man braucht, um zum Final Boss zu gelangen. Tot. Das Gute ist, dass du zumindest ein bisschen aussuchen kannst, welche du einsammelst, weil es gibt 120 Sterne, aber alle kannst du sowieso nicht einsammeln unter diesen Umständen. Wir sind gefickt. Diese Challenge heißt Zero A-Press Challenge und die gibt es tatsächlich schon ein bisschen länger. Mit anderen Worten, man versucht mit möglichst wenig A-Presses das Spiel durchzuspielen und manche Leute haben das mit 20 A-Presses geschafft, es gibt Leute, die haben das mit 10 A-Presses geschafft und der Rekord letztes Jahr war bei 2 A-Presses. Und es ist wirklich ein sehr heftiges Achievement, das Spiel durchzuspielen mit nur 2 Sprüngen. Damals waren sich alle sicher, weniger geht nicht. Es geht einfach nicht. Ich zeige euch mal die zwei Stellen, wo man A drücken musste. Einmal war das bei Bowser 2, weil du musst halt von dieser Pole abspringen und das geht nur, indem du A drückst. Mit anderen Worten, man hat einfach keine andere Möglichkeit gefunden, weil du musst ja irgendwie abspringen. Und das andere Mal war bei Bowser 3 und zwar genau an dieser Stelle, weil die Plattform einfach zu hoch ist. Also anders kann man es nicht sagen. So, man konnte sonst nicht anders da hoch. Doch genau dieses Jahr wurde sozusagen jede Hürde überwunden. Zero A-Presses. Und ich weiß, was viele von euch denken. Wie zum Teufel, wie zur Hölle soll man Mario 64 durchspielen, ohne einmal Yahoo zu machen? Ohne ein Hu, ohne ein Wuhu, sogar ohne ein Yippie. Bro, was laber ich da eigentlich? Ich werde euch jetzt ein paar Möglichkeiten vorstellen, die man als Alternative zum A-Knopf nutzen könnte. Von, ja, das ist ja relativ verständlich, beziehungsweise einfach, bis hin zu Alter, was? Alter, was? Ich entschuldige mich jetzt schon mal. Bei dem einen oder anderen Zuschauer wird das Gehirn nachher Folgendes machen. Weil es so kranke Scheiße ist. Aber fangen wir erst bei Möglichkeit 1 an, die noch relativ easy ist, bevor wir uns hier komplett überfordern. Und zwar gibt es ja noch den B-Knopf. Oh mein Gott! Wenn ihr mit Mario Anlauf nehmt und dann B drückt, hechtet er. Damit gewinnt ihr zumindest ein kleines bisschen höher, also nicht ansatzweise so viel wie bei einem normalen Spruch, aber it's something. Ich werde euch mal kurz zeigen, wie Hechten aussieht. Also man macht Folgendes. Bei einigen Passagen reicht das sogar, um einen Stern einzusammeln, wie zum Beispiel hier. Leider reicht das in den meisten Fällen nicht. Und wenn ihr nach dem Hechten direkt nochmal B drückt, dann macht er einen sogenannten Rollout. Das kann man unter anderem nutzen, um Etappen zu erreichen, die ein kleines bisschen höher sind als man selbst. Also es ist definitiv eine kleine Hilfe, aber jetzt nichts Bahnbrechendes oder so. Nichtsdestotrotz, wenn man dazu nicht in der Lage wäre, dann könnte man die Challenge auch gleich vergessen. Aber man schafft es auch nicht nur damit. Hier kommt Möglichkeit Nummer 2, auf Gegner landen. Ihr habt das bestimmt schon mal gesehen, sobald Mario auf einen Goomba landet, bounced er so ein bisschen ab. Ich werde euch das jetzt anhand dieses Toads zeigen. Und das kann man jetzt beispielsweise nutzen, um die nächste Ebene zu erreichen oder so. Es gibt sogar Gegner, sobald du auf den landest, wird Mario nach oben katapultiert und befindet sich so in diesem Spin, wo er irgendwo hinschweben kann. Das ist unter anderem bei diesem Vieh in Cool Cool Mountain der Fall. Dann kann man einfach mit seinem Spin zu diesem Stern hier schweben. Doch manchmal ist das ein bisschen komplizierter. Also es gibt Passagen in diesem Run, da musst du wirklich von Gegner zu Gegner bouncen, um dein Ziel zu erreichen. Wirklich. Zum Beispiel an dieser Stelle hier in Boos Menschen musst du die Boos so platzieren, dass du wirklich von einem Gegner zum nächsten bounce, um diese rote Münze zu erreichen. Und ihr fragt euch bestimmt jetzt alle, warum drückt er 300.000 Mal Pause? Kann man ihm irgendwie helfen oder... Hurensohn, hör auf damit! Das ist tatsächlich auch eine Technik und diese nennt sich Pause Buffer.
Ihr kennt das unter anderem von Speedruns, also ihr habt es bestimmt schon mal bei Carpetless gesehen. Im Grunde geht es einfach nur darum, dass man Pause drückt, dann bewegt man den Analogstick dahin, wo Mario auf jeden Fall hin muss, dann drückt man nochmal auf Pause. Also im Grunde geht es plump einfach darum, dass man die Bewegung von Mario besser kontrollieren kann in Situationen, wo es wirklich auf Zentimeter ankommt. Heißt, man buffert sozusagen seine Bewegungen und in diesem Run ist es super wichtig, das zu tun. Deswegen sieht gefühlt 90% des Runs so aus. Macht richtig Spaß zuzugucken, vor allem für Epileptiker. Und Möglichkeit Nummer 3 sind Glitches. Ja, die zu erklären wird mir richtig Spaß machen. Ich warne euch schon mal vor, ich werde das Ganze sehr simpel erklären. Zum einen, weil ich euch nicht überfordern möchte und auf der anderen Seite, weil ich das teilweise selber nicht verstehe. Reden wir erst über Vertical Speed Conversation oder kurz VSC. Es gibt ja verschiedene Objekte in Mario 64, die hochfahren, wie so ein Fahrstuhl. Und man nutzt sozusagen die vertikale Geschwindigkeit dieser Objekte und speichert sie in Mario, damit Mario sie später nutzen kann. Das klingt komplett absurd, aber ich glaube, ich habe es richtig erklärt. Ich habe ja noch nie einen Helikopter gesehen, aber natürlich kommt jetzt einer, während ich ein Video aufnehme. Ja! Ich werde euch das jetzt einfach mal zeigen, okay? Also der Runner befindet sich in Boos Mansion und die Treppe in der Halle ist kurz davor hochzufahren. Bevor die Treppe nach oben fährt wie ein Fahrstuhl, hechtet Mario dahin, drückt auf Pause, um das Ganze zu buffern und setzt den Analogstick in eine neutrale Position. Nun steht Mario auf der Stelle und die vertikale Geschwindigkeit dieser Treppe ist jetzt sozusagen in ihm gespeichert. Das bedeutet, sobald sich Mario jetzt bewegen würde, wird er so ein bisschen nach oben katapultiert. Könnt ihr mir folgen? Ja. Jetzt haben wir aber ein kleines Problem und zwar muss Mario noch ein kleines bisschen weiter nach vorne, um sich später da oben festzuhängen. Und das Problem ist, wie gesagt, sobald wir uns bewegen, wird dieses Vertical Speed ausgeführt. Die Frage lautet, wie kommen wir ein bisschen weiter nach vorne, ohne Mario zu bewegen? Es gibt tatsächlich eine Methode, und zwar der B-Knopf. Sobald ihr mit Mario auf der Stelle steht und B drückt, dann führt Mario ja so einen Faustschlag aus und kommt dabei so ein kleines bisschen nach vorne, aber das wird vom Spiel nicht als Bewegung erkannt. Dadurch bleibt die vertikale Geschwindigkeit immer noch im Storage. Jetzt haut er und kommt dabei so ein bisschen weiter nach vorne. Jetzt bewegt er sich und wird nach oben katapultiert durch die vertikale Geschwindigkeit, kann sich festhalten und Stern eingesammelt. Wenn ihr dachtet, das sei schon kompliziert. Auf was habe ich mich hier eingelassen, Mann? Jetzt muss ich euch noch etwas erklären, und zwar das Phänomen Holp. Und ich wünschte, Holp wäre einfach nur ein alkoholischer Cocktail, weil ich ertrage das alles nicht mehr. Holp steht für Held Object Last Position. Aber was genau ist Held Object Last Position? Fragt ihr euch. Nehmen wir nochmal diesen Gegner als Beispiel. Ich glaube, der Bruder heißt Chuckyard oder sowas. Sobald Mario den Gegner grabt, sieht das doch so aus, als würde er den Gegner in seinen Händen halten, oder? Es sieht nur so aus, weil in Wirklichkeit hält er einen Fake. Er hält einen Imposter. Das, was Mario da in der Hand hält, ist einfach nur ein Fake, eine Kopie. Der echte Gegner befindet sich tatsächlich immer noch da, wo Mario ihn hochgehoben hat. Unsichtbar und ohne Kollision. Und ich weiß, das klingt komplett ausgedacht, aber so wurde das Spiel tatsächlich programmiert. Ich glaube, das liegt unter anderem daran, dass es alt ist. Doch sobald ihr diesen Imposter werfen wollt, passiert etwas Interessantes, und zwar der echte Gegner da drüben, der noch unsichtbar ist, wird plötzlich in eurer Hand teleportiert und ihr werft den echten Gegner, also dieser Fake wird wieder ersetzt durch den echten. Nicht wundern, ich habe die Kamera mal umgestellt, weil es da vorne auf einmal super dunkel geworden ist. Das ist übrigens der Grund, warum Mario beim Werfen auf einmal so ein bisschen nach hinten geschoben wird, weil er den echten Gegner wirft mit Kollision. Das kann man zum Beispiel in Tall Tall Mountain nutzen, um diesen Stern einzusammeln. Mit anderen Worten, sobald Mario versucht, ein Objekt zu werfen, checkt das Spiel, wo das Objekt vorher war, beziehungsweise dessen Koordinaten, und befördert das in seine Hände. Hope wird aber noch später wichtig. Das ist ein Tool, das brauchen wir für später. Dann gibt es noch den Glitch Head in Hand. Und dabei geht es darum, dass Mario seine Mütze nicht auf dem Kopf hat, sondern in der Hand hält. Und ich weiß, es klingt komplett unnütz, aber auch das wird später wichtig. Es ist nicht nur ein visueller Glitch. Was passiert jetzt, wenn man Hope und Head in Hand miteinander kombiniert? Also mit anderen Worten, was passiert, wenn Mario versucht, ein Objekt in die Hand zu nehmen, obwohl er ja schon die Cappy in der Hand hält? Es ist ein sehr komisches Verhalten mit Hope. Also das Objekt wird in seiner Hand nicht gerendert. Es sieht einfach aus, als würde er mir unbedingt seine Cappy verkaufen wollen. Und klar, das sieht witzig aus, aber es passiert noch etwas viel Interessanteres. Wenn Mario unter diesen Umständen versucht, das Objekt zu werfen, wirft er einfach gar nichts, weil Hope nicht ausgeführt wird. Heißt, bei dem Wurf kehrt das Objekt einfach zu seinen OG-Koordinaten zurück. Also dahin, wo Mario das Objekt ursprünglich aufgehoben hat. Merkt euch das auf jeden Fall. Ich weiß, ihr fragt euch, wie zur Hölle ist das wichtig für diesen Zero-A-Press-Run? Aber es wird tatsächlich alles noch wichtig. Und damit kommen wir zum letzten Glitch, Cloning. Ja, man kann in Mario 64 Objekte klonen. Sozusagen. Ich glaube, der Regen wird ein bisschen krass. Wir sollten drinnen weiterdrehen. Warte mal, wo waren wir stehen geblieben? Ach, Cloning. Passt auf. Wenn ihr einen Bob-Omb grabt, während dieser explodiert, dann
Was, Bruder? Also ihr habt einen geglitschten Bob-Omb in der Hand. Und jetzt wird es wild. Wenn ihr unter diesen Umständen so ein bisschen durch das Level lauft, werden ja nach und nach irgendwelche Objekte geladen. Das könnten Gegner sein, das könnten Münzen sein. Und einige davon werden auf einmal in eure Hände geladen. Das ist so ein witziger Bug. Das ist mir auch schon einige Male passiert. Und dieses Cloning kann man ganz wild nutzen. Ich zeige euch mal ein Beispiel. Hier hat der Runner ein paar geklonte Goombas erschaffen und aus diesen geklonten Goombas eine Art Goomba-Treppe gemacht, auf die er bouncen kann, um diesen Stern zu erreichen. Es ist so absurd. Bro, ich kann euch nicht mal sagen, wie man das Ganze kontrolliert. Also wie man kontrolliert, welches Objekt in der Hand auftaucht. Es ist sehr kompliziert. Deswegen habe ich ja vorhin gesagt, alles, was ich hier erzähle, ist sehr simpel ausgedrückt, damit man es gerade so versteht. Und jetzt haltet eure Gehirne fest, alle Glitches, die ich vorhin aufgezählt habe, müssen irgendwie miteinander kooperieren, harmonieren miteinander wie in einer Symbiose. Also alles muss irgendwie verwendet werden, um das Ziel zu erreichen. Ich werde euch jetzt ein komplett absurdes Beispiel zeigen bzw. erklären. Und zwar geht der Runner in Cool Cool Mountain und gibt es ja dieses Pinguin Baby. Das, was wir vorher immer aus Spaß gemacht haben, wird jetzt einfach notwendig. Wir müssen das Pinguin Baby töten. Mario hechtet zum Baby Pinguin und fällt mit ihm zusammen in der Hand sehr tief. Und weil wir den Bruder nicht losgelassen haben, als wir starben, haben wir jetzt Holp-Koordinaten erschaffen. Mit anderen Worten, die letzte gespeicherte Position eines Objekts ist sehr tief. Jetzt begeben wir uns zu Wumms Fortress und führen den Glitch Hand in Hand aus. Und das machen wir nicht, weil es witzig aussieht, sondern um ein Objekt in die Hand zu nehmen, ohne dass sich unsere Holp-Koordinaten, die wir im anderen Level erschaffen haben, aktualisieren. Das wollen wir vermeiden. Jetzt begeben wir uns zu dieser Brücke, die anfängt runterzufallen, sobald wir uns draufstellen. Ihr kennt diese Brücke. Nun passiert etwas absolut Absurdes. Schaut einfach. Boom, first try. Das hat alles absolut keinen Sinn ergeben. Was ist bitte passiert? Ich kann es euch einigermaßen erklären. Und zwar hat er sich auf die fallende Brücke gestellt. Und in dem Moment, wo sie gefallen ist, hat er einfach die Brücke geklont. Und beim Wurf hat sich die Brücke zu diesen Holp-Koordinaten teleportiert, zu den Extremtiefen, die wir in Cool Cool Mountain erschaffen haben. Das wiederum hat einen Mechanismus ausgelöst, den ich nicht verstehe, wo Mario extrem weit nach oben katapultiert wurde, direkt zum Stern. Bro, ich check gar nichts mehr. Ich glaube, das hat irgendwas mit dieser extremen Höhe bzw. Tiefe vom Holp zu tun, dass Mario da nach oben katapultiert wurde. Aber das ist zum Beispiel auch ein Beispiel, wo alle Glitches miteinander verwendet werden müssen. Aber gehen wir doch endlich mal auf den Run ein. Der Typ, der das geschafft hat, Mario 64 durchzuspielen, ohne ein einziges Mal A zu drücken, heißt Marbler. Und am Anfang sieht das alles noch relativ simpel aus. Also King Bob Omb besiegt er unter anderem mit Hechten. Koopa the Quick ist auch kein Problem. In dieser Passage lässt er sich von einem Bob Omb transportieren. Finde ich smart. Doch irgendwann passieren so wilde Sachen, wo man sich einfach nur denkt, Bro, das kannst du niemandem erzählen. Willst du mich verarschen? Hier zum Beispiel gelangt er auf die fliegende Insel mit einer Shell, indem er auf geklonte Goombas bounced, die er zuvor in der Luft platziert hat oder so. What? So etwas ähnliches macht er später auch im Wüstenlevel, wo er geklonte Körperteile von Pokey in der Luft platziert, auf die er bounced, um diese rote Münze zu erreichen. Es ist nur für diese scheiß rote Münze. Ihr merkt, dieser Run besteht aus extrem viel Setup und extrem viel Pause. Und an dieser Stelle wird ein Glitch namens Light Grinding benutzt, um nach oben zu gelangen. Und ich kann euch hierbei genau erklären, was passiert. Spaß, ich habe keine Ahnung. Alles klar, Digga. Anscheinend ist Mario im Freefall und irgendwie auch nicht und dadurch gelangt er so ein bisschen weiter nach vorne und ich habe doch keine Ahnung, Bro. Viele fragen sich bestimmt, okay, cool, aber wie hat Marbler es geschafft, diese zwei Passagen zu umgehen, wo man zuvor auf jeden Fall A drücken musste, um weiterzukommen? Wie soll man hier von der Pole abspringen, ohne A zu drücken? Wie soll man hier ohne A weiterkommen? Wie soll das gehen? Tja, die Antwort ist noch verrückter als alles, was ich bis jetzt erzählt habe. In Bowser 2 gibt es ja diese Plattform in der Lava, die so ein bisschen nach oben und unten fahren. Und in der Wii Virtual Console Version gibt es einen Bug. Es hat irgendetwas mit dem Code zu tun, irgendetwas wird aufgerundet und aus diesem Grund fahren diese Plattformen ganz, 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 ganz langsam immer weiter hoch in der Wii Virtual Console Version. Nathaniel Bailey hat dazu mal ein Video gemacht und ich glaube, es hat fast einen Monat gedauert, bis er hier oben war. Doch Marbler hat natürlich nicht die Zeit, fast einen Monat zu warten. Er wartet erstmal nur 6 Stunden, springt in die Lava, lässt sich von der Lava boosten und landet von unten auf der Plattform, also diese Lava-Boost-Animation wird abgebrochen. Könnt ihr euch vorstellen, was jetzt Sache ist? Vertical Speed Conversation, also er hat einfach die vertikale Geschwindigkeit vom Lava-Boost jetzt gestoraged. Und jetzt drückt er die ganze Zeit B, um ganz nach vorne zu gelangen, ohne sich wirklich zu bewegen. Ich habe euch das hier am Anfang des Videos erklärt. Und wartet knapp 3 Tage, bis diese Plattform eine bestimmte Höhe erreicht haben, um weitermachen zu können. Das heißt, 90% des Runs besteht halt einfach aus... Irgendwann muss er sich nur noch bewegen und wird vom Vertical Speed nach oben katapultiert. Stopp! Es hätte fast nicht funktioniert. Marbler hat nämlich vergessen, dass diese Plattform durch ihre Animation sich ja selbst auch so ein bisschen nach oben und unten bewegen. Und natürlich muss man eigentlich vom obersten Punkt abspringen. Aber als er das gemacht hat, hat er nicht drauf geachtet. Oh no. I wasn't watching
Oh mein Gott. Das hätte so krass nach hinten gehen können. Ihr müsst verstehen, Marbler ist Trucker und er übt immer während seiner Pausen. Und für diesen Run hat er sich extra eine Woche Urlaub genommen, um das irgendwie bewerkstelligen zu können. Das heißt, er hatte nur diese eine Woche. Hätte er hier verkackt, wäre es einfach gewesen. Zumindest in diesem Jahr. Bro, es ist so insane. Jetzt kommen wir zum zweiten großen Hindernis und zwar hier. Der Apress in Bowser 3. Für diese Hürde haben sich super viele Leute aus der Community zusammengetan, unter anderem Pannenkuck, ich kann seinen Namen immer noch nicht aussprechen, und überlegt, was kann man tun und tatsächlich eine Lösung gefunden. Es ist crazy. Relativ weit oben im Level ist so ein Chuckyard. Wie gesagt, das sind diese Gegner, die euch werfen können. Den könnte man ja irgendwie nutzen. Problem ist aber, dass er nun mal da oben ist und nicht ganz unten. Jetzt wird's komplett wild. Durch ganz bestimmte Eingaben und Bewegungen hat man die Möglichkeit, den Chuckyard irgendwie dazu zu bringen, dass er von da oben zu euch runterspringt, also den anzulocken. Und ich werde nicht mal versuchen, euch das zu erklären. Ich weiß einfach nur, dass es extrem kompliziert sein soll. Sobald dieser Gegner euch gegrabt hat, ist ja nicht garantiert, dass er euch zur nächsten Plattform wirft. Der kann euch ja auch einfach runterschmeißen. Mit anderen Worten, man muss erst etwas mega Kompliziertes tun und dann einfach beten. Marbler hat auf jeden Fall Glück gehabt, konnte den Final Boss bekämpfen, besiegen und den Zero Apress Run abschließen. Holy shit. Meiner Meinung nach ist das die heftigste Videospiel-Challenge und auch das krasseste Achievement, zumindest in dem Punkt. Es ist einfach unglaublich, was nicht nur Marbler, sondern die gesamte Mario 64 Community da geschaffen hat. Ich kann es immer noch nicht glauben. Ich hoffe, dass ich das alles einigermaßen verständlich erklären konnte. Wenn ja, dann hinterlasst einen Daumen. Und Montag um 18 Uhr kommt hier meine Livestream. Weil wir werden uns zusammen den Run von Marbler angucken und den so ein bisschen analysieren. Ich glaube, das wird super interessant und ich freue mich einfach drauf. Ich kann euch versprechen, es passieren da noch viele andere Sachen, die völlig verrückt sind. Bis zum nächsten Mal und ciao.